guten Morgen, liebe Leute. Wir machen uns auf den Weg jetzt zu einem Shop, um zu gucken, ob die spontan meinen Dämpfer servicen können, weil dem geht es anscheinend gar nicht gut. Ja, ich hoffe, dass die vielleicht spontan einen Termin kriegen. Teuer wird es auf jeden Fall, also teurer als üblich. Naja, schaut mal, was ich gerade entdeckt habe beim Runterfahren, hier im Hotel. Die sowas Richtiges gebaut. Also eigentlich ist das ein Seminarraum. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen, aber das ist auf jeden Fall komplett neu. Auch hier so gepolstert, da zum Aufhängen, richtig cool. Ich habe nämlich unsere Räder jetzt falsch abgestellt eigentlich. Die abgestellt im Skikeller. Hier, aber ich war nicht der Einzige, der einen Fehler gemacht hat, sehr gut. So Leute, Fahrrad ist tatsächlich abgegeben. Wir müssen mal Platz machen. Und hat zwar noch einiges zu tun, aber weil ich jetzt direkt hingekommen bin, früh hat er jetzt meinen Dämpfer vorgezogen, hatte zum Glück auch die Teile da. Und wird wahrscheinlich nicht ganz so günstig, ne? Ja, jetzt suchen wir ein Leihbike. Da war ein Bronson, das hätte ich gerne genommen, aber das war leider in M wirklich zu klein. Deswegen sind wir jetzt auf dem Weg nach Hinterglemm. Ich zu Fuß, Michi mit dem Rade und suchen ein Bike. Schade eigentlich, das. Ich hätte gerne mal einen Santa getestet, aber die sind echt teuer. So Leute, wir sind auf dem Weg in den Shop zum nächsten. Glück gehabt, Herr Ben und Ronja haben wir getroffen. Die haben uns mitgenommen, spontan. Also mich, die Michi konnte beim Rad fahren. Deswegen bin ich jetzt viel schneller, sonst hätte ich echt noch latschen müssen. Jetzt habe ich kurz Perso und EC-Karte geholt und ich hoffe, wir bekommen jetzt hier irgendwo ein Bike. Ich weiß, dass da auf jeden Fall bei dem Einladen gibt es Cube. Ich werde versuchen, beim Canyon Shop vorbei hier zu gehen und da ein Rad zu leihen. Ja, und wenn er früher fertig ist, ruft er mich sogar an. Das heißt, vielleicht reicht sogar ein halber Tag. Aber ich denke mal, zur Sicherheit nehme ich einfach trotzdem den ganzen Tag und dann haben wir entspannt. So, wir radeln rüber nach Hinterglemm und fahren jetzt mal die Blue Line zum Warmwerden. Und es ist tatsächlich ein Canyon geworden. Geben Canyon nochmal eine Chance. Ne? Das einzige in L, was verfügbar war, war ein Canyon Sender. Bin ich aber eigentlich happy drüber, da ich das mal testen darf. Günstig war es nicht, mit Versicherung 115 Euro oder so. Das war ja fast genauso teuer wie das Bronson, aber wenigstens jetzt in meiner Größe. Bis 17 Uhr zurückbringen, bis 16.30 Uhr ist der Lift. Gewitter soll vorher kommen und mein Bike soll vorher auch fertig werden. Das heißt, eigentlich Glück gehabt mit allem. Und ich freue mich eigentlich, ein neues Bike zu testen, auch wenn es teuer ist. So ein Testable ist da schon Gold wert. Naja, wir radeln rüber. Das Einzige, was nicht ging, den Sattel tiefer zu machen. Da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen jetzt. Weil die konnten das irgendwie nicht absägen. Auf dem Testable sägen die das halt schon ab irgendwie. Aber hier jetzt irgendwie nicht. Naja, alles andere passt, Fahrwerk passt. Gleiche Feder im Dämpfer, wie ich im Norco habe, eigentlich super. Gleicher Dämpfer sogar. Eine RockShox Ultimate. Code R Bremse, also alles wie beim Norco eigentlich. Das heißt, ich werde schon klarkommen. Mallet allerdings. Fühlt sich aber auf dem ersten Meter nicht an wie ein Mallet. Finde ich ja immer gut. Also testen wir das Ganze mal heute. Ich bin richtig gut eingestiegen hier. Kann jetzt nicht sitzen. Ja, bergauf ist das Sender tatsächlich besser als das Norco. Kannst du es dir vorstellen? Hä? Bergauf ist das Sender besser als das Norco. Das ist natürlich eine super Kategorie. Ja. Ja, was richtig mies war gerade, also irgendwie der Dämpfer ist ultra schnell, obwohl gar kein Rebound drin ist. Also ist total auf langsam gestellt. Vorne ging das zur Gabel. Die Gabel hatte gar keinen Rebound drin, auch komisch. Und jetzt habe ich hier kurz am Lift nochmal im Shop die Reifen befüllen lassen. Da war mit Schlauch nur jetzt ein Bar drin und das wäre ruckzuck jetzt platt gewesen, besonders hier in Österreich mit den Steinfeldern.
deswegen jetzt ein bisschen mehr reingemacht und ja, hoffe, dass das jetzt hält für den Tag ohne Platten, besonders am Hackelberg. Erste Abfahrt jetzt gleich, kennt den Sender. Ready alle? Ja. Habe ich aufgeregt. Alle sind anstrengend. Geil, aber. Boah, die Bremsen sind im Arsch hier, ey. Leck mich im Sack. Muss nicht wahr sein. Boah, fliegt das. Den Sattel hätte ich auf jeden Fall gerne tiefer. Aber. Ja, voll. Oh. Was ist das hier, Enduro? Steinig, ey, leck mich am Arsch. Boah. Ja, ja. Achtung, fahr nochmal raus. Alter Falter. Auf jeden Fall sind hinten einfach die Beläge runter. Also das ist echt eine Katastrophe. Ich muss mir jetzt unten gleich neue Beläge holen. Ich muss das Rad sicher runterbringen jetzt. Boah, das bremst gar nicht mehr. Bauarbeiten.
Das ist echt scheiße. Da holst du den Leihbike, da gehst du eigentlich davon aus, dass alles okay ist. Und dann läuft gar nichts. Eine Katastrophe. Ich habe mir schon gedacht, was bremst die Bremse so schlecht. Ich habe jetzt echt nur Angst, dass gleich ganz vorbei ist. Ich bremse und bin in die Matte gefahren. Ach Scheiße. Ey Leute, das ist ein Unding hier von Canyon. Das verkaufst du ohne anständige Bremsen hinten. Weiß ich auch nicht, wie die gewartet werden, ey. Jetzt haben wir Glück, dass wir hier unten sind. Also kann das Fahrrad ja nichts dafür. Der in der Mitte ist am unangenehmsten, da oder? Da haben wir Schiss vor, das ist zu nah. Also der rechte ist der einfachste, dann der linke und dann der mittlere. Der kickt schon in den Kopf. Ja, aber links geht noch. Links geht noch, ja. Dann gehen wir es jung. Ja, der links sieht nicht so steil aus. Ne? Ja, der rechte ist so unnatürlich von der Steigung. Also das findet man, denkt man nicht. Ja, der ist so richtig dirt-mäßig. Ja. Ja komm, steigen wir ein mit rechts. Keine Ahnung. Und arbeiten uns dann hoch. Das ist auch immer super, so neue Sachen auszuprobieren mit einem Fahrrad, was man nicht kennt. Das ist einfach eine super Sache. Ah, krass, das ist. Au! I mean, it's Santa Cruz Bullet. Merkst du gar nicht. Geil, ne? Fühlt sich echt schön an. Leider mussten wir direkt Bremsbeläge kaufen gehen, weil die Bremsbeläge so verschlissen waren, dass einfach nichts mehr ging. Anschließend hat sich das Bremsenproblem aber einigermaßen gelöst und es ging noch weiter auf den Hackelberg Trail. Das allerdings seht ihr im nächsten Video. Also lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.